darf ich erzählen, was mir heute passierte. Ich fühlte mich matt, doch schlafen konnte ich nicht. Da fand ein Mittel ich, das mich kurierte. Ich las vom Reichstag irgendeinen Bericht, setzte mich beim Lesen hin, wohl auf das Kanapé. Und nach 12 Zeilen schlief ich ein, doch ey. Wissen Sie, was ich geträumt hab? Mir träumt, die Wahlen seien zu Ende. Es gab fast lauter Sozialisten, Stadthagen war der Präsident. Mir träumt, ich seh's auf der Tribüne, schaut runter in den Reichstagssaal und seh mit erstaunter Miene die erste Sitzung nach der Wahl. Dreimal 100 Sozialisten traten in den Reichstagssaal und indem sie sich begrüßten, sangen sie alle den Choral. Morgenrot, Morgenrot, blau und schwarz, das ist jetzt tot. Gestern noch auf stolzen Rosen, heut verdrängt von den Genossen. Gestern blau, schwarz und morgen rot. Mank und manches keiner Mank, der nicht Mank und manche hört. Ja, die Sozialisten saßen keck auf Dreck, auf dem Fleck, auf der Mitte von der Bank. Die anderen waren beinahe ganz weg, von Dreck, von dem Fleck, von der Mitte von der Bank. Man steigt nach, ja, man steigt nach und nach immer höher. Wurde rot, immer mehr, der ganze Reichstag kam mir vor wie das Rote Meer. So lebt denn wohl, du stilles Haus, rief manches früher Mitglied aus. Muss ich denn in die Fremde hinaus, und du, mein Platz, bleibst hier. Und wer von den Feudalen noch übrig blieb im Haus, sah sich den linken Nachbar an und rief voll Schrecken aus. Ich hab einen Kameraden, was will der Bruder hier? Er sitzt jetzt dicht daneben, kann ihm die Hand nicht geben. Sein Wahlkreis kommt mir als wär's ein Stück von mir. Gibt kein schöneres Leben als das Reichstagsleben, schrien die Sozis, die Mandat geschnappt. Wenig Mühe und Plag und 20 Marken Tag, so viel haben wir früher nie gehabt. So ein Tag im Reichstag geht schnell hin, mal ist man draußen und mal drin, mal sagt man ein, mal allerdings, mal zwischen rechts, mal Beifall links, mal ist man froh und mal empört, mal rechts so hoch, mal links für höher, mal wird geschimpft, mal wird gegrient, schwapp hat man 20 Mark verdient. Sehen Sie, das ist ein Geschäft, das bringt noch was ein, da plötzlich hieß es beginnt, wir müssen stille sein. Jetzt kommt Stadthagen, der Präsident, nun war zu Ende mit dem Gesang. Nun wurde gleich der Lärm geringer, es wurde still im Reichstag zwinger, dann schreit das doppelt geöffnete Haus, die ganzen Minister auf einmal aus. Und herein mit bedächtigem Schritt, Stadthagen tritt. Begrüßt die Versammlung mit stolzer Verneigung, macht nach der Hoflose eine ganz leichte Verbeugung, nimmt das Taschentuch raus mit rotem Rand, nimmt dann den Vorwärts in die Hand, denn der macht alles jetzt bekannt, was sonst im Reichsanzeiger stand. Dann fragt er, seid ihr alle da? Und dann antworten sie ihm alle ja. Na, dann wollen wir noch einmal, ups, das, das, da. Wie viel von den Gegnern sind denn heute noch da? 1, 2, 3, 4, das sind die ganzen Herren von rechts, die anderen sind nicht hier. 5, 6, 7, 8,
Das sind die Zentrumsherren, die anderen haben sich dünn gemacht. Und hier und da sehe ich noch so einen freisinnigen Jeep. Na, seitdem ich hier sitze, bin ich ja Antisemit. Wir sind die Ersten, wir gehen voran. Wir haben jetzt hier das erste Wort, Ledebur fängt an. Mit der Würde, die ihm eigen, rief Herr Ledebur nun aus. Ihr habt uns sonst links liegen lassen, jetzt sind wir die Herren vom Haus. Alle Steuern müssen schwinden, auch Soldaten gibt's nicht mehr. Hätten wir nicht so viel Soldaten, hätten wir weniger Militär. Auch das Wahlrecht war absurd, es war eine Kompromissgeburt. Ja, wir wollen jetzt alle ruhen, nun können die Reichen mal was tun. Jetzt fangen wir für uns alleine an und unsere Residenz, die errichten wir in Kürze gerade vor der Konkurrenz. Doch heute will ich bescheiden sein, Bedingung Nummer 1. Sei heute einzig und allein das Fleisch des fremden Schweins. Feststand und treu die Wacht vorm Schwein, das sei nicht mehr der Brauch. Wir wollen nicht nur das eigene Schwein, die Fremden wollen wir auch. Da sagte Wassermann, du sprachst nicht schlecht, ich lob die Linke mir, drum hast du recht. Ja, in diesem Punkt hat er recht, sagt Naumann. Herr Kollege, das verstehen Sie schlecht, sagt Normann. Reden Sie nicht so dumm, sonst werde ich grob, sagt Gröber. Für die Landwirtschaft wird nichts getan, dreht Hahn. Dann sagt der Herr Hahn mit Gekreisch, da laufen die Leute nach dem Fleisch. Wo irgendein Schwein nur zu sehen, da sieht man die Leute hingehen. O Ledebur, präg es dir ein, man läuft nach dem Fleisch nicht allein. O nein, denn gerad nach dem Ohm, da lobst du noch mehr wie dir gelobt. Kind, koche Pflanzen wie meine Frau, die füllen den Ranzen grad so genau. Ob Rindskotelett, ob Kalbskotelett, ein guter Hahn, der wird selten fett. Wenn hier ein Topf mit Bohnen steht und da ein Topf mit Brühe, dann pickt der Hahn die Bohnen auf, dann pfeift er auf die Brühe. Da sagte Wassermann, du sprachst nicht schlecht, ich lob die Rechte mir, drum hast du recht. Nun sei bedankt, mein lieber Hahn. Nun sprach er rührend, o, hört auf mich, bedenkt, was Ledebur nicht kennt, das tritt euch nicht. Lasst ab vom Fleische, seid euch eurer Pflicht bewusst. Auch ich meide jedes Fleisch, ich meide jede Fleischeslust. Da sagte Wassermann, du sprachst nicht schlecht, ich lob das Zentrum mir, drum hast du recht. Nun kam Müller Meiningen, der sprach für die Seiningen, für die dreifach Einingen, Herrn der Volkspartei. Dann wollt Matthias Erzberger was sprechen, das gibt's nicht mehr, hat Ulrich unterbrechen. Seit wir die meisten Plätze hier besetzen, seid's mit dir, Matthias, hier am letzten. Nun fing Herr Ulrich an, wir gehen zu Sache ran. Was kümmern wir uns heute um solche Kleinigkeit? Wir sind die Ersten hier, aufs Ganze gehen wir. Wir teilen radikal das Kapital. Wir schaffen Ordnung auf der Welt, wir teilen auch heute das ganze Geld, dass jedermann in jeder Stadt den gleichen großen Haufen hat und fängt dann wieder einer an und scharrt zusammen, was er kann. Dann ist uns alles ganz egal, dann teilen wir noch einmal. Da riefen von der Höhe die Leute laut Juhe und Rosa Luxemburg, die schrie herunter von der Galerie, gib her, ich hab nichts mehr, nun rief man ringsumher. Die Rosa Luxemburg hat ganze Geld verjuppt, jupp, jupp. Stille, stille, kein Geräusch gemacht, rief da Herr Heidebrand von rechts, dann sprach er mit Bedacht. Was Ulrich eben hier vorgeschlagen,
das wollen wir tun, ganz ohne Zagen. Wir üben Treu und Redlichkeit und teilen unser Geld noch heut. Nur einen Vorschlag hätte ich dann, wir fangen beim Präsidenten an. Da hob Stadthagen seinen Finger und sprach, was redet ihr da für Dinger? Der Antrag wurde heut gestellt, der handelt nur vom Kümpchen Geld. Jedoch mein Geld hab ich von früher, und was wir haben, haben wir. Von heute ab wird's aufgetischt, doch fürs Gewesene gebe ich nicht. Dann senkt Stadthagen seinen Finger, und dann ging er. Tarabombie, nun schrie man ab und weh. Gab Spektakel ringsumher, rechts und links und kreuz und quer. Selbst Herr Oldenburg kam an, mit nem Leutnant und 10 Mann. Es gab nen Riesenkrach, ich wurde wach. Und ich sag, dass ich geträumt hat. Doch ich sag es frei heraus, es war nur ein Scherz. Wird nie passieren. In Wirklichkeit sieht's anders aus.